Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Maggies Boulevard. Berlin hat mehr zu bieten als Kneipen und einen Park. Das Industriegebiet, das schöne Heimatlied, den Wikipedia-Eintrag. Lauter nette liebe Leute, die wohnen in dieser Stadt, wo es keinen gibt, der dich nicht liebt, wenn er dich im Herzen hat. Denn ist Berlin, Berlin, mein Berlin, du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin, ich habe Heimweh nach Berlin. Ich begrüße euch heute wieder zu Maggies Boulevard und mein Studiogast, der charmante Schauspieler Hans-Jürgen Schatz. Berlin, du alte Pflanze, du hast aus dir schon was gemacht. Ob arm oder reich, denn ist hier jedem gleich. Mann, wer hätte das gedacht? Ist nicht kaputt zu kriegen, in deinen Füßen liegt Musik drin. Ich will am Kudamm stehen, unter Linden gehen, Hauptsache in Berlin. Das ist Berlin, Berlin, mein Berlin, du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin, ich habe Heimweh nach Berlin, denn das wird wunderbar, heute bei Maggies Boulevard. Wo? Na hier bei TV Berlin und jetzt geht es los. Ja, liebe Freunde, heute bei Maggies Boulevard freue ich mich ganz besonders auf einen Schauspieler fürs Herz. Er ist ein wahrer Goldschatz und ich freue mich, dass er heute hier ist, der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz. Und ich sage, hallo Hans-Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Maggie. Hans-Jürgen, du hast uns etwas mitgebracht, was mich schon seit meiner Kindheit begeistert hat und auch Generationen über hinweg Menschen begeistert, die Geschichte vom Nussknacker und dem Mäusekönig. Wie bist du denn dazu gekommen, dieses Meisterwerk einzusprechen? Oh Gott, das liegt lange zurück, weil komplett eingesprochen habe ich es tatsächlich einmal auch für die Deutsche Grammophon. Eine Doppel-CD, wunderschön optisch aufgemacht, liebe ich sehr nach wie vor. Und E.T.R. Hoffmann ist eigentlich von den erwachsenen Schriftstellern der, den ich seit meiner frühesten Jugendzeit kenne, in der Schule vielleicht, durch den Schulunterricht kennengelernt und so viel gelesen habe und begeistert war. Und ich bin in Berlin-Kreuzberg groß geworden und nicht weit von uns am Halleschen Tor auf dem historischen Friedhof ist er begraben. Und seitdem schätze ich auch diese historischen Friedhöfe so sehr, weil das für mich Geschichte zum Anfassen ist irgendwie. Man kann da hingehen und sagen, guck mal, hier waren die alle an dem Tag und haben ihn begraben, Leute, die man aus der Literaturgeschichte kennt. Und wenn man dann Hoffmann sich beschäftigt, kommt man zwangsläufig auf Nussknacker, wenn man nicht vielleicht auch das Ballett gesehen hat, auf jeden Fall die Musik kennt von Peter Tschaikowski und so weiter. Das ist eine lange Beziehung und eine lange guthaltende Liebe. Eine lange guthaltende Liebe, die du auch zur Stadt Berlin pflegst. Du bist ja hier geboren und aufgewachsen. Hättest du dir jemals irgendwann gedacht, so als du noch ein junger Student warst, dass du einmal so ein Werk aufnehmen würdest? Also da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, weil da ahnte ich ja nicht, dass ich in diesem Beruf landen würde. Weißt du, es war ja bei mir so, ich habe ja meine Schulzeit, also am Gymnasium war ich ja 3-4 Nachmittage im RIAS Berlin und habe in der Abteilung Unterhaltung, wo Hans Rosenthal der Chef war, habe ich ja Aufnahmeleitung schon gemacht, Interviews gemacht und. Ich staune bis heute, dass die mich einfach so haben machen lassen. Also irgendwie muss ja irgendeine Begabung gewesen sein. Auf jeden Fall war ich sehr zuverlässig mit all den Dingen. Und dann dachte ich, naja, vielleicht bleibe ich beim Radio, vielleicht werde ich Journalist. Ich studiere Germanistik und Theaterwissenschaften, was mich interessiert. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann passierte alles über Nacht, über die berühmte Nacht, alles ganz anders. Also innerhalb von wenigen Wochen hat mein Leben eine totale Wendung genommen, weil ich auf einmal in dem Spielfilm Flamme empor die Hauptrolle gespielt habe. Die männliche, Mareike Carrière, war die weibliche Hauptrolle, 1978 in Saarbrücken im Saarland gedreht. Meistens alles im Walde spielte, war diese Wandervogel- und Jugendbewegung. Und seitdem gab es keine freie Minute mehr. Also es war so zack, zack, plötzlich alles anders. Genau. Und dann wusste ich auch immer noch nicht, dass ich sowas mache, weil ich ja keine Lesungen gemacht hatte bis dahin. Und Hörbücher waren noch gar nicht so en vogue. Und dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war der Kontakt zur Deutschen Grammophon da, die einen riesen Hörbuchkatalog hatten, wo die größten Schauspieler Deutschlands eingesprochen hatten. Und auf einmal durfte ich da auch.
Und dann hat sich ein großer Katalog für mich daraus ergeben. Du hast ja sehr viele Hörbücher oder Hörspiele eingesprochen. Ich sage nur, Der Zauberer von Oz war darunter. Und Paddington Bear, erster Konzert. Ja. Wunderbar, dafür hast du auch den Echo Klassik bekommen. Ja. Eine großartige Aufnahme. Ich höre das ab und zu, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Wenn du gute Laune brauchst. Wenn ich gute Laune brauche und auch wenn Sie gute Laune brauchen, liebe Zuschauer, kann ich Ihnen nur Paddington Bear ans Herz legen und das Ganze natürlich mit der wunderbaren Stimme von Hans-Jürgen Schatz. Es ging ja für dich dann auch nach Flamme empor weiter mit einer Fernsehserie und da erinnern wir uns natürlich noch alle sehr gerne dran, Der Fahnder. Oh ja, das kam auch über Nacht. Weißt du, früher war das nicht so, dass man zu Castings ging und 1000 Leute da mitzureden hatten oder irgendwas war. Ich spielte in Köln Theater mit Karin Dohr, Karl Schönberg, Harald Dietl im Theater am Dom. Und dann rief die Chefin vom Westdeutschen Werbefernsehen an, im WDR, also beheimatet, gegenüber von der Kölner Ladenstadt, wo das Theater war. Und die sagte, Herr Schatz, wenn Sie heute Abend ins Theater gehen, können Sie noch mal zu mir raufkommen, mir ein paar Fotos abgeben. Also früher hatte man ja keine Videos und solche, gab es halt. Wir reden also von 1982. Ne? Und da gab es ja nun nichts mit Videos und E-Castings und solchen Geschichten. Man reiste mit einer kleinen Schachtel vom Fotografen, 13x18, vier verschiedene Fotomotive in Schwarz-Weiß, ernst, lachend, können Sie noch was mit den Ohren oder so. Und also diese Fotos, die habe ich abgegeben. Das muss gewesen sein, so im Februar oder sowas. Und Pfingsten haben wir in München angefangen, Fahnder zu drehen. Ich habe die Kollegen vorher alle gar nicht gesehen. Die habe ich alles in München kennengelernt. Weil Klaus Wendemann, Dietrich Mattosch, Dieter Pfaff, Barbara Freier. Und dann haben wir das 9 Jahre lang gemacht. Es ist ein absoluter Glücksfall gewesen. Gibt es die Brille noch? Die Brille gibt es. Ja. Hättest du was gesagt? Hätte ich was gesagt. Das ist doch ein Grund, dich wieder einzuladen. Ich kann mit der Brille, ja. Ja, dann bringst du die. Und sonst nichts. Was tragen Sie denn so, wenn Sie zu Maggie gehen? Nur meine Brille. Oh, ja, das ist schön. Ich sage ja zu den Gästen immer, nehmen Sie die Brille ab und ich werde schöner. Aber in deinem Fall ist es natürlich die legendäre Fahnderbrille, die wir alle noch gut im Gedächtnis haben. Ja. Es ging dann weiter mit Salto Postale und Salto Kommunale. Auch erfolgreich. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Herrn Stumpf? Das war super. Das ist ein absoluter Profi, ein Mann mit sehr intelligentem Humor und der ganz schnell lernt und ganz spontan noch umstellen kann, umbauen kann. Dann kam ja Achim Wolf dazu als Rudi Reschke. Und das war eine anstrengende Zeit, weil wir ja nur immer eine Woche hatten, also eigentlich nur 5 Tage, um eine Folge fertigzustellen. Das heißt, wir hatten montags so die erste Probe im Atelier, Text besprochen. Dienstag wurde schon genau inszeniert, wo wir sind. Wir haben mit 5 Kameras gearbeitet. Mittwochs musstest du dir auf 1 Millimeter in der Position stehen, sonst warst du unscharf. Und Donnerstag schon Aufzeichnung. 2-mal mit verschiedenem Publikum, davor die Generalprobe. Freitag schneiden, Sonntag senden. Das heißt, wir waren ja politisch immer wochenaktuell. Das war natürlich eine dolle Sache. Und vor allem der Kitzel für den Saal zu spielen, damit die Leute auch wirklich vielleicht über die fabelhaften Pointen von Inge Ristock und Gunter Antrag lachen. Aber gleichzeitig für die Kamera, also große Geschichten, sehen da natürlich nicht gut aus. Ja. Also das hat großen Spaß gemacht. Und es war so großartig, immer Januar, Februar. Man musste nicht bei irgendeinem anderen Film in der Kälte auf der Straße stehen und drehen oder so. Nicht? Also auch Maske und Garderobe. Die sagten, Mensch, ist das toll, dass wir im Studio arbeiten können. Es ging für dich dann auch weiter auf die Musicalbühne. Du hast Kiss Me Kate gemacht und hattest auch einen wunderbaren Bühnenpartner, Michael Schanze. Oh ja. Also ja, das ist auch so eine überraschende Sache. Weißt du, all diese großen Sachen, Heimat von Edgar Reitz, Der Fahnder, Die weiße Rose bei Verhoeven, Salto Postale oder dann Kiss Me Kate, alles Produktionen, von denen man nicht wusste, dass die gemacht werden sollen. Und dann ruft einer an und auf einmal bist du da drin. Und nun nicht bei Kiss Me Kate, aber bei diesen Fernsehsachen als Protagonist. 3-mal neues, völlig neues Format, 3-mal wird Fernsehgeschichte damit geschrieben und du bist dabei. Also das ist schon wahnsinniges Glück. Wir haben jetzt auch nur die Stationen erwähnt, aber dazwischen waren ja auch zig andere Fernsehspiele und andere Sachen. Aber klar, man redet dann von dem, was Salto Postale bis 9 Millionen Menschen gesehen haben am Sonntagabend. Nicht? Und Kiss Me Kate, wir haben die 2 Ganoven gespielt. Diese berühmte Sache, Schlag nach bei Shakespeare. Nicht die berühmte Nummer. Micha und ich, wir waren beide ein bisschen wie dick und doof, hat er gleich gesagt, als ich zur Tür reinkam. Winkte gleich, sagte, Partner in Crime, setz dich sofort zu mir auf der ersten Probe. Und dann haben wir das beide gemacht im Nadelstreifen und das passte einfach gut zusammen. Das ist ein so harmonischer Mensch, ein großartiger Musiker und Entertainer. Es hat einen Grund, dass der gleich in der Rangfolge nach Peter Alexander in Deutschland gehandelt wurde, nicht in seiner großen Zeit mit den großen Fernsehshows.
doll. Die Leute lieben ihn, also das ist immer noch. Ich habe ja immer Flitterabend haben wir immer mit ihm geguckt. Und, aber da hättest du nicht schwarz tragen können. Nein, aber... Vielleicht doch weiß tragen müssen. Das ist ja meine große Ballrobe, weil beim Nussknacker geht es ja auch eigentlich am Weihnachtsabend mit Rückblick. Da sind die ja auch alle in großen Roben. Deshalb habe ich für dich die große Robe angezogen also heute. Ja, so großartig, ja. Nussknacker und Mäusekönig. Ihr wart im Studio, ihr habt es aufgenommen, du warst nicht alleine. Du hattest den wunderbaren Albert Lau mit dir dabei, der das Ganze musikalisch begleitet. Erzähl uns ein bisschen aus der Arbeit. Naja, also erstmal musste ich das Nussknacker-Märchen natürlich einkürzen, nicht auf so eine CD passen, maximal 78 Minuten. Und dann hast du ja auch noch die schöne Musik, die ich dazu ausgesucht habe, aus dem Ballett von Tschaikowski, also der chinesische Tanz, russische Tanz, arabische Tanz, diese Sachen. Dann ein bisschen aus der Ballettsituation, dann den großen Blumenwalzer. Und dann muss man das mit dem Text gut zusammenbauen und dann schön im Wechsel das aufführen, dass einer vom anderen gut abnimmt, damit es ein großes Ganzes ergibt. Das ist keine Lesung mit Musik und keine Musik mit ein bisschen Text. Wir erzählen gemeinsam in Worten und Tönen diese Geschichte in einem Auszug. Mehr geht nicht auf der einen CD. Oh, jetzt hast du uns aber schon so neugierig gemacht. Jetzt frage ich natürlich, hast du uns denn einen kleinen Ausschnitt aus dem Nussknacker und dem Mäusekönig mitgebracht für unsere Gäste? Hätte ich sollen? Ich hätte mich sehr gefreut, weil ich bin ja mehr so die schwarze Zuckerwattenfee, ne? Also, wenn man so möchte, oder die Mäusekönigin. Kennst du den? Ich erzähle den immer wieder. Das ist ein uralter Witz, aber ich liebe ihn. Die haben mal eine Pyramide geöffnet und da war der Witz schon auf einer Tafel durchgestrichen. Und da gehen zwei Mäuse unter einem Baum vorbei, sagt die eine, guck mal, da oben hängt mein neuer Freund. Sagt die andere, bist du gekloppt? Das ist doch eine Fledermaus, sagt sie. Ach, mir hat er gesagt, er ist Pilot. Also gut, dieses, aber... Um bei schwarz zu bleiben. Um bei schwarz zu bleiben, egal welche Farbe. Also guck mal, tata! Unvorbereitet, wie ich mich habe. Wunderbar. Habe ich dir was mitgebracht? Das ist mein Manuskript, mit dem ich ja nun schon, wir hatten in Köln im Theater Senftöpfchen, haben wir die CD-Premiere und Köln-Premiere von unserer Sache gemacht. Und dann treten wir auch noch anderweitig damit auf, weil das macht man ja nicht nur für einmal, nicht nur für die CD. Das Schönste ist ja doch, auf der Bühne zu sein. Wem sage ich das, oder? Das ist richtig. Auf der Bühne zu sein, live. Und ich hoffe, dass die Menschen, die im Moment immer noch damit fremdeln, wieder ins Theater zu gehen oder in die Oper zu gehen oder ins Konzert zu gehen, doch sich erinnern, dass ein Live-Erlebnis ein Live-Erlebnis ist. Dass man nicht so vernetflixt ist, dass man nur noch zu Hause als Couch-Potato sitzt und fernsieht, sondern hingeht und uns singen hört und sprechen hört. Mit Versprechern, mit falschen Tönen, mit allem. Es ist doch live. Wir sind so verblödet durch CDs, durch diese Perfektion. Das ist leider gar nicht schön. Weißt du, das ist ein bisschen wie mit dem ganzen Versandgeschäft. Die Leute bestellen, lassen sich alle nach Hause liefern, von wegen Nachhaltigkeit, wenn da 5 Dieselautos den ganzen Tag immer an der Straße stehen. Aber vor allem eines Tages sagen sie, unser Kiez war so interessant, wir hatten so viele schöne Geschäfte, alle machen die zu. Naja, ist das ein Wunder? Und eines Tages werden Theater und Kabaretts und Varietébühnen und ich weiß nicht was, werden zu sein, haben die Grätsche gemacht, weil keiner gekommen ist. Also live ist live. Und ich merke das ja, wenn ich Nussknacker und Mausekönig ist ja nun wirklich für die Kinder, für die Patenkinder von E.T. Hoffmann hat es ja dafür geschrieben, hier in Berlin. Da sitzen Erwachsene drin und erinnern sich an ihre Kindheit und sagen, wie schön, wie großartig und lieben es. Da sind ja am Abend, wenn du es liest, kommen ja keine Kinder. Aber es ist, es erreicht die Menschen. Wenn sie sich da bitte wieder daran erinnern würden, das wäre ganz großartig. Also pass mal auf. Nussknacker, das wissen wir ja, es beginnt an Weihnachten, diese Geschichte. Und Marie und Fritz, die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum, bekommen einen Nussknacker geschenkt. Also der zieht bei denen ein und die Marie verliebt sich in den. Der sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber die sagt, meine Güte, sowas Gutmütiges und sowas Schönes und ganz Tolle, was würde ich nicht alles für den tun? Und da wird sie bald beim Wort genommen, denn kaum ist der Nussknacker bei den Stahlbaums eingezogen, da haben die Mäuse mit ihren feinen Ohren das alle mitbekommen. Der hat nämlich noch eine Rechnung offen mit dem Mausekönig. Und dann kommen die beide zusammen und dann geht's richtig los. Natürlich nachts, damit es spannend ist. Hoffmann war ja einer der ersten Grusel- und Fantasy-Autoren. Und dann heißt es hier, Marien fing an, sehr zu grauen. Denn da ging ein tolles Kichern und Gepfeife los rundumher. Und bald trottierte und lief es hinter den Wänden wie mit 1000 kleinen Füßchen. Und 1000 kleine Lichterchen blickten aus den Ritzen der Dielen. Aber nicht Lichterchen waren es. Nein. Kleine funkelnde Augen. Und Marie wurde gewahr, dass überall Mäuse hervorguckten und sich hervorarbeiteten.
dicht. Dicht vor ihren Füßen sprühte es wie von unterirdischer Gewalt getrieben Sand und Kalk und zerbröckelte Mauersteine hervor. Und 7 Mäuseköpfe mit 7 hellfunkelnden Kronen erhoben sich recht grässlich zischend und pfeifend aus dem Boden. Bald arbeitete sich auch der Mausekörper, an dessen Hals die 7 Köpfe angewachsen waren, vollends hervor, und dem großen, mit 7 Diademen geschmückten Mausekönig jauchzte in vollem Chorus 3-mal laut aufquiekend das ganze Heer entgegen. Es kommt also zu einer riesigen Auseinandersetzung, einer schlachtenähnlichen Auseinandersetzung, wo Pfeffernüsse und Pfefferminzpillen geschleudert werden. Und Marie greift im entscheidenden Augenblick ein und entscheidet die Sache natürlich zugunsten ihres geliebten Nussknackers. Und der Mausekönig, Kopf ab. Und dann wird der Nussknacker verwandelt sich in einen schönen Prinzen, also so wie du da als schöne Prinzessin sitzt, du verstehst, was ich meine, in einen schönen Prinzen, macht Marie einen Heiratsantrag. Und dann heißt es am Schluss, hierauf wurde Marie sogleich seine Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann. Oh. Wenn man nur danach Augen hat. Oh. E.T.A. Hoffmann. Oh, ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut. Ja, zeig mal. Es ist so schön, dir zuzuhören. Ich könnte das stundenlang machen. Und wir haben ja jetzt durch die CD auch die Möglichkeit, dieses zu tun. Ich halte sie mal, weil für die Haptika, es ist auch so ein schönes Booklet dabei rausgekommen. Ja. Also ein wunderschönes Geschenk. Man kann es zu Weihnachten, aber auch das ganze Jahr über verschenken, weil die Musik und die Geschichten sind einfach wunderschön von E.T.A. Hoffmann und natürlich mit dir als Rezitator. Und als Haptiker. Will man mehr? Ich streame auch nicht. Ich bin auch ein alter Haptiker. Ich brauche eine CD. Du nicht? Ich muss immer was in der Hand haben. Nein, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich meinte schon so. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute mein Studiogast warst. Ich freue mich schon auf alles, was noch in der Zukunft von dir eingesprochen oder auf der Bühne gespielt im Fernsehen zu sehen sein wird. Zum Schluss sag mir noch, wo ist in Berlin dein liebster Platz? Ach, das ist schwer zu sagen. Weißt du, wenn man so mit Leib und Seele Berliner ist, dann gibt es so viele Plätze, die man vielleicht aus seiner Kindheit kennt, wie die Deutsche Oper Berlin, die mich so geprägt hat, die Philharmonie oder unter Lokalen die Schauspielerkneipe Diener in der Grollmannstraße, wo wir auch schon zusammen gesessen haben. Oh ja. Nicht? Und da gibt es so ein paar Plätze. Ich kenne gar nicht so viele, auch zum Beispiel Lokale, weil ich bin so treu und gehe immer dahin, wo ich mich wohlfühle und was mir gefällt. Ich muss gar nicht so, und vor allem nicht die ganz schicken. Das ist gar nicht so mein Ding. Siehst du, einfach und bodenständig bleiben, das ist doch Hans-Jürgen Schatz. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Danke dir für die Einladung. Und freue mich schon, dass ich dich bald wieder mit der Fahnderbrille hier im Studio habe. Liebe Hans-Jürgen. Das wird teuer. Danke dir. Danke. Ja, liebe Freunde, damit sind wir leider am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Studiogast Hans-Jürgen Schatz. Berlin, du alte Pflanze, du hast aus dir schon was gemacht. Ob arm oder reich, das ist hier jedem gleich. Mann, wer hätte das gedacht? Bist nicht kaputt zu kriegen, in deinen Füßen liegt Musik drin. Ich will am Kudamm stehen unter Linden gehen. Hauptsache in Berlin, das ist Berlin, Berlin, mein Berlin. Du bist mein Hauptgewinn, ganz egal wo ich bin. Ich habe Heimweh nach Berlin, denn das wird wunderbar. Heute bei Maggies Boulevard, bei TV Berlin. Muah.